Einführung in die Antike, muss das denn sein? Na du schon wieder, es hat doch noch gar nicht angefangen. Na, kennt man doch alles, ist doch alles längst bekannt, weiß doch jeder. Okay, zeig's mir. Na, kein Problem, alles fliegt, erinnere dich selbst, der King ist der Vater von allem, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie. Noch heute, also bravo, ja. Das letzte war aus Grimms Märchen und der Rest absolut vermurkst. Willst du mich anmachen oder was? Ich schwör's dir, exakt genau so war die Antike. Oder so ähnlich halt, oder so in etwa zumindest. Statt alles fliegt, heißt es im Original, alles fließt. Hab ich doch gesagt. Und nicht erinnere dich selbst, sondern erkenne dich selbst. Meine Rede, was willst denn du überhaupt? Der King ist der Vater von allem, anstatt der Krieg ist der Vater aller Dinge. Also sag mal, geht's noch irgendwie? Natürlich, und das zu Recht. Und wenn sie nicht gestorben sind? Sind sie alle schon tot? Na, wegen dieses Krieges wohl. Wegen des Erinnerns, ich meine, Erkennens. Na dann, weil alles fließt. Weil es vor fast 3000 Jahren geschah. Weißt schon, Dinosaurier, Außerirdische, antike Möbel und ganz antike Antiquitäten. Mit griechischen Göttern. Sag ich doch, es war einmal vor langer, langer Zeit auf dem siebten Stern der Galaxis. Auf dem Planeten Erde im alten Griechenland. Ist doch egal wo, lass uns anfangen.